zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es geht heute wieder durch unseren Alltag. Es ist Montag. Ja, ja, die Pauline redet mit. Und die Kinder waren jetzt schon in der Eingewöhnung. Wir machen derzeit immer so ein halbes Stündchen. Die Pauline ist da schon super happy und weint auch nicht mehr, wenn man weggeht oder so. Ja, mal schauen, wie es diese Woche weitergeht. Wir müssen jetzt gleich einkaufen. Das machen wir erstmal und dann sehen wir uns später wieder. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. So, meine Lieben, wir werden gerade im Edeka einkaufen. Ich zeige euch das mal eben. Jetzt muss ich erst mal gucken, wie ich euch hinstelle, damit sie mich auch nehmen kann. Oh, Kaffee. Kaffee. Zweimal nehmen. Wir müssen den Rest online bestellen. Wir haben das jetzt einmal hier, seitdem wir in Berlin wohnen, gemacht, dass wir beim Rewe bestellen. Online und uns das liefern lassen. Pauline wird gerade trocken. Und geht immer aufs Töpfchen. Total schön. Und diversen Auftritt von der Frischtheke. Himbeeren für die Kinder. Pfirsich. Ich packe es schon mal aus. Pflaumen hat der Papa mitgenommen. Ganz viele Äpfel. Aua. Einer fällt. Aua. Zwei sind mir schon auf den Fuß gefallen. Aua, Mann! Super Pauline. Pauline hat Pippi gemacht. Ganz viele Bananen für die Frieda. Fruchtzwerge für die Kids. Chicken Nuggets von Gut und Günstig. Die hat der Alex ausgesucht. Die sehen aus wie von McDonalds, finde ich. Alex H. Kaffee, sein Heiligtum-Kaffee. Ah, er wollte Kinoeintritt gratis haben, deswegen hat er den wahrscheinlich gekauft. Fleischsalat. Noch mehr Milch. Ich habe noch die Küche gar nicht so richtig eingeräumt. Ich zeige euch erstmal den jetzigen Stand. Das waren so die Kartons, die schon oben standen, einfach irgendwie in die Schränke rein. Und das passt halt überhaupt nicht. Ihr werdet gleich sehen, was ich mache. Macaroni. Tilteteig, ich liebe Tilteteig. Haben wir hier. Ein Stück Camembert für den Alex. Schafskäse, Vollkornschnitten für die Leona, für die Schule. Das ist ganz cool, in der Schule wird halt darauf geachtet, dass die Kinder auch wirklich gesundes Frühstück mitbringen. Ich glaube, sonst gibt es auch einen Eintrag in das Buch. Dann haben wir hier Parmesan in Stücken, Mini-Tomaten, Nein. Da ist der Kampf mit der Toilette. Leberwurst für die Kinder. Dann hat Alex mitgenommen Sahnejoghurt mit Balance. Pfirsich Maracuja, das ist so Alexander Geschmack. Pommes, Farfalle. Pauline, willst du was essen? Warte, ich mach was still denn ab. Was? Joghurt. Bitte, gib mir dein Schnuller. Dann habe ich mitgenommen Kopfsalat mit Zwiebeln und Kräutern. Nochmal für den Alex einen Joghurt. Dann Vollkorntoast und diese leckeren Vitalbrötchen, heißen die so? Ne, Finnish Toast, die ist mit Meersalz. Backcamembert, den wollte ich mit Salat mal machen. Okay. Waffeln, Kaffee. Hab ich das schon hingestellt? Ich will Kaffee. Dann haben wir irgendwie doppelt Camembert eingekauft. Boah! Magst du nicht? Doch, der war zu stark. Willst du Joghurt, Pauline? Hier, nein, Pauline, hier sind Löffel. Guck mal hier. Da. Bitte. Sie weiß auch noch nicht, wo was liegt. Danke. Einmal Emsenkäse zum Streuen. Gouda. Noch einen großen Schwung Birnen. Und fertig Bolognese-Soße. Weil ich heute keine Zeit hatte, Hackfleisch zu kaufen, wegen Alex. Aber auf deine Pizzasoße. Also das eigentlich liebe ich sehr gerne. Ja, aber nicht heute Pizzasoße. Ich liebe die ja. Du machst jetzt Kaffee? Ich mach Kaffee, ja. Ah, hier kommt, wie es jetzt hier aussieht. Ja, ich zeige euch mal gerade eben den jetzigen Stand der Küche. Also wir haben hier unseren Kühlschrank. Der sieht so aus, den muss ich jetzt einräumen. Wir haben für heute Mittag nämlich noch Pizza und Bolognese-Nudeln. Die müssen wir noch aufbrauchen. Ich habe auch Hunger. Und Würstchen aus unserer Region. War klar, dass der Alex zu Walnüssen greift. Und wir haben hier oben ein Tiefkühlfach. Mit ganz viel Torte. So viel Tiefkühlware haben wir gar nicht. Ich probiere jetzt auch mal einen, sieht schon lecker aus. Dann haben wir hier einen großen Apothekenschrank. Und schaut mal bitte, jetzt sage ich euch, warum es so nicht fertig ist. Hier oben liegen irgendwelche Melonen.
Dann haben wir hier Süßigkeiten mit Whisky. Hier ist irgendwie Salz zwischen den ganzen Flaschen. Es war eigentlich so geplant, dass das hier so die Baby-Ecke wird. Hier sind dann Salz, Fertigsoßen, Nudeln. Und ganz unten sind so Brotaufstriche und Cornflakes. Und da wollte ich jetzt noch die Milch zustellen. Was mir jetzt aber schon aufgefallen ist, es ist total praktisch, wenn man diese IKEA-Kisten hat, damit hier nichts hinten rausfällt. Und ich frage mich, wofür diese Haken hier sind. Hat da jemand Ahnung von? Weiter geht's in meinen Küchenschränken. Hier haben wir einfach nur die Oscar-Tonne stehen vom IKEA, weil wir noch keinen richtigen Mülleimer mit Trennung haben. So ein bisschen Putzmittel. Dann haben wir hier oben den Thermomix stehen und ein bisschen Obst. Hier ist unser Besteck, nichts Besonderes. Hier haben wir dann Töpfe, Pfannen und so. Ist ganz cool, weil man kann das komplett hier rausfahren. So, dann wird auch die Ecke genutzt. Utensilien, so, die man braucht. Hier haben wir unser Geschirr. Und hier ganz unten noch so Schalen und Schüssel, nicht viel. Kaffeemaschine, ganz wichtig, mit ein paar Espresso-Tassen. Hier haben wir so die Tüten und Frischhaltefolie, was man alles braucht. Hier steht unser Toaster. Hier ist überall Babynahrung und unten das Brot. Das, wie gesagt, ich habe das jetzt einfach erstmal nur alles so eingeräumt. Hier haben wir Gläser und Becher. Mein Milka-Cappuccino, den mache ich mir jetzt gleich erstmal. Hier muss ich Wasser aufkochen. Und dann haben wir hier unten extra das Kindergeschirr stehen, damit die Kinder sich das auch selbst holen können. Unterm Backofen haben wir Lätzchen und Küchentücher. Hier Butterbrotdosen und Pappteller. Und hier haben wir noch gar nichts, glaube ich, oder? Was ist das denn? Süßigkeiten. Jede Menge Süßigkeiten und Müll. Und hier unterm Tisch ist auch noch nichts drin. Ja, und das ist so richtig klassisch für uns, so eine gute Ablagefläche, wo man einfach alles reinsteckt in den Schrank. Sollten wir auch mal aufräumen. Geplant war ja hier so ein bisschen Arbeitsbereich. Der Alex ist schon wieder am Arbeiten. Hi zusammen, es ist der nächste Tag, wie ihr vielleicht sehen könnt. Ich habe gestern nicht mehr weitergefilmt, denn wir waren noch auf den Geburtstag eingeladen. Die kleine Frieda oder die große Frieda von Mellies Blog ist 5 Jahre alt geworden, da waren wir. Und wir sind auch gestern Abend erst später wiedergekommen, als es schon dunkel war und dann konnte ich gar nichts mehr filmen. Ich habe heute Morgen auch überlegt, ob ich filme oder nicht, aber ich denke mir, ach, es ist einfach so. Ich habe nämlich extrem schlechte Haut bekommen. Ich kann jetzt versuchen zu zeigen. Hier am Hals, auch auf anderen Seiten, komplett voll viele Unreinheiten. Kennt ihr einen guten Hautarzt in Berlin, den ihr mir empfehlen könnt? Es ist extrem, ja, für mich ekelig. Ich weiß auch nicht, woher das kommt, vielleicht von dem Stress, der jetzt so langsam abfällt. Alex ist jetzt gerade auf dem Weg in die Schule und ich wollte die Mädels wecken. Ich höre aber schon jemanden hier rumschleichen. Guten Morgen, Pauline. Hi. Pauline ist wach. Hi. Hiya. Was? Das Sofa müssen wir mal einräumen, damit du wieder richtig spielen kannst. Das machen wir gleich, ne? Dann geht's in den Kindergarten. Im Kindergarten Fotos von euch gemacht. Von der Frieda und von der Pauline. Wir müssen das hier einklappen und dann wieder zu Leona rübertragen. Es wird erstmal gespielt, ne? Süße Maus. Ich mach das hier mal fertig. Das räumen wir jetzt erstmal weg. Das bisschen Haushalt macht sich von alleine. Frühstück für die Kleinsten vorbereiten. Die Frieda müssen wir wecken. Es ist kurz vor 8. Und wir müssen um 8:30 schon wieder in der Kita sein. Das heißt, gleich ist fliegender Wechsel angesagt. Alex kommt mit dem Fahrrad und fahren wir jetzt vorbei. Halbe Stunde habe ich Zeit. So, weiter bin ich jetzt nicht gekommen, den Rest soll Alex machen. Ich habe jetzt nur noch 20 Minuten Zeit, dann kommt Alex auch schon wieder. Und ich muss die Kinder noch fertig machen. Anziehen. Das mache ich jetzt schnell. Oh, Mausi. Willst du essen? Essen? Guck mal, ich habe dir schon alles vorbereitet. Birne, Brot, Salami, Brezel. Frühstück ist schon fertig, Schatz. Ich glaube, man merkt, dass wir uns erst noch irgendwie hier einspielen müssen. Die erste richtige Woche, wo wir um 6 Uhr aufstehen wegen der Leona.
und alle Kinder versorgen. Und derzeit machen wir alles mit Fahrrad, weil wir einfach in Berlin so wenig Parkplätze hier haben. Und das ist viel stressiger, einen Parkplatz zu suchen und die Kinder dann zum Beispiel zum Kindergarten zu bringen, anstatt direkt mit Fahrrad vorzufahren. Was machst du jetzt mit der Bettwäsche? Da hat Opa und die Oma drin geschlafen. Ui, ein Kleid. Genau, super. Birne. 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 Birne ist lecker, ne? Gibt's noch ein bisschen mehr Birne. Hallo meine Lieben, ich bin von der Eingewöhnung zurück aus dem Kindergarten. Ich habe mir jetzt hier gerade so ein Vanille-Cappuccino gemacht. Der Alex stieß gerade das Fahrrad ab und er hat auch schon die Schulbücher für die Leona bestellt. Die Mäuse sind gerade auf dem Sofa und ruhen sich ein bisschen aus. Heute wurden nämlich Fotos gemacht. Die Frieda hatte nicht ganz so Lust da drauf, aber die Frieda hat sich heute richtig gut geschlagen. Also ja, sie ist alleine da rumgekrabbelt, rumgelaufen, ist in andere Räume gegangen, hat mich gar nicht gesucht. Es läuft richtig gut und die Pauline, da muss ich glaube ich nicht viel zu sagen, die kennt den Kindergarten. Sie weiß, wie es im Kindergarten abläuft, die könnte man schon den ganzen Tag da lassen, aber wir machen das mit den Mäusen zusammen. Genau, morgen kommen die nicht in den Kindergarten, weil wir ins Büro müssen. Wir müssen die Kinder natürlich mitnehmen, weil wir hier sonst niemanden haben zum Aufpassen und die Mäuse können wir noch nicht so lange da alleine lassen. Ja, ich trinke jetzt mein Käffchen, Frieda zum Mittagsschlaf, dann mache ich Mittagessen. Dann muss ich noch an meinem Konzept arbeiten. Dazu erfahrt ihr aber mehr. Was ist? Möchtest du noch mehr? Ja. Ja, 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 okay. Da ist der Alex. Hallo. Alex sortiert unsere Fahrradschlüssel. Heute darf es schnell gehen, deswegen gibt es Nudeln mit Bolognese-Soße. Wir müssen danach die Leona schon wieder abholen. Mit Fertigsoße. Ich muss nämlich jetzt erstmal bei Rewe bestellen. Muss ich erstmal hier gucken, wo meine ganzen Töpfe sind. Und meine Herdplatte muss ich auch erstmal verstehen. Hier gibt es gar keine Kochfelder. Hä? Ich verstehe den Herd nicht. Der zeigt mir die ganze Zeit Fehler an. Pauline, jetzt hörst du bitte hier einmal kurz auf. So, nein. Dann gibt es nichts mehr für dich, Schatz. Nein. Ich hab's verstanden. Ich möchte, dass ihr euch lieb habt, ja? Frieda muss ins Bett. Ja, Mama. Mama kommt sofort. Ich glaube, es funktioniert. Zumindest zeigt er mir jetzt keine Fehlermeldung mehr an. Man muss die Punkte immer hier benutzen. Jetzt muss ich erstmal gucken. Abzug. An. Zwei. Fertig mit Kochen. Also das Essen ist zubereitet. Ich weiß jetzt gerade nur nicht, ob das normal ist. Die Abzugshaube, ihr habt es vielleicht gerade gesehen, der Dampf zieht dran vorbei und nicht komplett rein. Und die Abzugshaube ist komplett nass und tropft. Jetzt frage ich mich, ist auch richtig heiß, ob das noch richtig ist. Könnt ihr das sehen, wie viel Feuchtigkeit da drauf ist? Nudeln und Tomatensoße sind fertig. Ich habe jetzt noch einen Salat gemacht mit einem italienischen Dressing. Was Frisches dabei ist, mag ich immer ganz gerne. Ich muss gleich mal Alex fragen, der kennt sich da besser aus. Ob das mit der Abzugshaube so richtig ist. Weil der Dampf geht teilweise daneben her oder nach oben. Die ganze Abzugshaube ist nass. Nee, dafür ist die ja da. Das tropft sogar richtig in den Topf rein, so viel. Ich habe auch volle Stufe gehabt. Ist vielleicht die Decke noch zu hoch? Hallo, ich bin wieder zurück. Mittlerweile sind alle Kinder zu Hause. Der Fernseher läuft. Guckt euch mal bitte das Chaos an. Ich glaube, dazu muss ich nicht viel sagen, oder? Und bei der Pauline sieht das nicht viel besser aus. Sie spielt hier gerade auf der Treppe rum. Ich war hier nämlich gerade mit der Frieda. Die schläft jetzt noch. Ich muss sie gleich wecken. Die Wäsche muss gemacht werden. Schaut mal. Hallo Frieda, wenn du wach bist, kannst du ruhig was sagen. Nur durch Zufall bin ich reingekommen, obwohl das Babyfon an ist. Die kommen rein und die sitzt hier schon und wartet ganz lieb, ohne zu meckern. Ja. Ja. Das sind so typisch meine Kinder. Oh, die ist ganz nass. Das ist nach unten.
Ja, so typisch mein Kind, ne? Nichts sagen, einfach so vor sich hin vegetieren. Ich hab's dir gar nicht zu der Mama gesagt. Ich hab's gar nicht mitbekommen, dass du wach bist. Hast du denn gut geschlafen? Deine Milch hast du auch ausgetrunken. Jetzt zieh ich dich an, ne? Dann nehme ich dich raus und gleich essen. Ich liebe dich. Auf jeden Fall hat Frieda eben das ganze Chaos verursacht. Heute ist Baden angesagt. Keine Chance, hier mit Frieda die Kamera spielen zu lassen. Geht jetzt Paulines Hose an. Passt schon fast. Ich muss gerade die Windel wegbringen. Ne? Ich hoffe, ihr könnt es nicht sehen. Ich glaube nicht. Kindermüll. Ich habe mich übrigens heute noch nicht geschminkt. Keine Lust gehabt, mich heute zu schminken. Darf auch mal sein. Kommst du mit, Mama, mit? Frieda ist jetzt im Bällebad. Ich werde hier mal die Sachen aufheben und zusammenfalten. Die haben wir von meiner Mama neu bekommen. Die waren auch mal gefaltet. Finde ich voll schön, die Farbe für den Herbst. Sport-T-Shirt. Und das mit dem Igel. Das passt aber eher schon der Pauline. Ja, genau. Erst aufräumen, dann Tablet oder irgendwie... Na, Schatz, wir müssen hier auch Ordnung halten. Die Pinguine hat Leona übrigens zur Einschulung bekommen. Ich wollte euch auch noch alle Geschenke zur Einschulung zeigen. Die Schultüte. Ja, das ist ein Geschenk. Aber du hast noch viel mehr Geschenke bekommen. Und ich habe noch eine Schultüte bekommen. Komm, helfen wir mal hier gerade, die Spielzeuge einzuräumen. Pauline, nicht ausräumen. Ich habe gerade eingeräumt. Die Wäsche macht Mama. Übrigens kam das heute an aus dem Lager. Die Sachen wollte ich euch mal demnächst auf Instagram verlosen. Auf den Isabeau-Shop Instagram-Account. Dann haben wir noch ein paar von den Easy-T-Shirts. Das Design fand ich auch total schön für den Sommer. Ich überlege, ob wir den in den Shop mit reinnehmen wieder. Das ist der Bo-Pulli. Ich finde den so mega stylisch mit dem Label drauf, Bo. Das ist jetzt allerdings XXXL. Der wird mir zu groß sein, wobei ich das ja total mag, wenn das Oversize ist. Eventuell kann man den auch schon dann bald wieder halten, ich weiß es nicht. Boah, nee, für mich ist der definitiv viel zu groß. Hier unten ist auch das Label dran, finde ich voll schön. Also ich finde den mega cool. Dann lege ich mir mal was Schönes für euch. Hier und das Butterbrotdose von der Schule. Mal gucken, ob sie gut gegessen hat. Wow, das ist Leona komplett aufgegessen. Super. Das ist noch das Mittagessen von heute. Das kriegen die Kinder jetzt gleich. Das wärme ich auf. Nudeln mit Tomatensoße. Alex holt gerade asiatisch. Vietnamesisch. Mögen die Kinder nicht und ich habe einfach Garnelen mit Reis. Der Alex holt sich dann wieder seine Suppe mit Glasnudeln. Mach schon mal auf eine Minute, dann ist es gleich passend warm. Dann war Alex eben Leona abholen, da haben die auch Schuhe mitgebracht. Leona brauchte noch erstens einen Schuhkarton, den hatten wir nicht. Für die Schule, für den Kunstunterricht, da kommen die ganzen Malutensilien rein, wie Becher, Farbe, Pinsel, also Wasserfarbe, Malfarbe und so. Und die Leona braucht ja noch Hausschuhe für die Schule. Und Alex meinte, die Hausschuhe waren da alle total grottenhässlich. Und wenn Alex das sagt, dann stimmt das auch. Super, ja. Auf jeden Fall ist es bei der Schule so, dass die halt Hausschuhe tragen müssen. Aber die können halt auch saubere Turnschuhe anziehen, die sie sonst draußen nicht tragen. Da hat Alex diese hier ausgesucht von Nike, Starrunner. Sind ganz hübsch, Leona, die du ausgesucht hast. Ja, danke. Pauline hat die gleichen, kann das sein? Ja. Und Alex, der Fuchs, hat die für 20% günstiger bekommen. Also keine 30 Euro mehr. Ist ja auch schon heftig, finde ich, für Kinderschuhe. Ah, wie süß. Wer ist denn da? Wer ist denn da? Wir schauen mal, der Alex ist da. Streckt da mir die Zunge raus. Deine Tochter war lieb und hat ihren Tornister ausgeräumt, hat Zimmer aufgeräumt, hat Wohnzimmer aufgeräumt. Oh, lecker. Sehr. Nicht ausgelaufen? Letztes Mal hatten wir keine Soße. Willst du da? Der Schluck auf. Gerade läuft Pingu. Stimmt mal gerne ab, wer von euch früher auch gerne Pingu als Kind geguckt hat. Das geliebt, die Knetfiguren. Das ist mein Essen. Gebratener Reis mit Garnelen und dunkler Soße. Das ist für die Kinder. Der Alex war zu lieb. Ich habe Nudeln warm gemacht.
hat dann nochmal extra Nuggets und Pommes mitgebracht. Die Frieda isst gerade oder schlingt gerade die Nudeln. Lecker, hä? Nudeln gehen immer. Lecker. Lecker, lecker. So, guten Appetit. Guten Appetit. Wir sind fertig mit Essen und jetzt heißt es? Spielen. Spielen. So, wir gehen jetzt hoch in die Kinderzimmer. Alex wollte das Schlafzimmer kurz zeigen, wie man das zusammenbaut. Ne? Yes. Wäsche machen. Die Kinder spielen nebenbei und dann spielen wir auch noch mit den Kindern Bücher lesen. Finde ich schon irgendwas schönes. Dann let's go. Pauline, wir springen jetzt nicht in das Bällebad. Weißt du, das ist dir sowas von egal. Frieda steht, Frieda steht, Frieda steht, Frieda steht. Erstmal muss dieses Sofa hier eingeklappt werden und die Wäsche. Erst die Wäsche machen, dann Sofa. Okay. Es ist nichts Neues, doch es ist was Neues. Schon krass. Frieda! Wir machen jetzt zusammen die Wäsche, dann geht's schneller. So. Guck mal, wie es riecht. Nach Weichspüler nicht. Nein. Persil? Nutze keine Weichspüler. Und eigentlich deine Tipptoy-Bücher, die du geschenkt bekommen hast zur Einschulung. Leona hat von ihrer Patentante einen Lamy-Füller bekommen. Der ist sogar personalisiert mit ihrem Namen. Alexa, Pause. Ich mach mal gerade die Musik aus. Hier, das sind die? Nein. Wo sind die? Ach, dieses hier, ne? Einmal die ersten Buchstaben und einmal das mit dem Rechnen, ne? Wo ist das? Ich kann auch mal wieder Bücher sortieren. Das machst du jetzt zufrieden hier. Upp. Das war die Matratze. Wenn das aufgeräumt wäre, wäre es hier noch cooler. Tipp. Und was das Beste heute war in der Schule, ich war heute in der Holzwerkstatt und habe eine Kette gemacht. Wow, richtig schön aus Holz. Ein Anhänger. Hast du richtig schön gemacht, Schatz. Ja, gerne. Kannst du oben hinhängen. Ich gucke, Pauline. Hast du das gehört, Mama? Guck. Ich räume jetzt hier erstmal die Bücher auf. Ja, hab ich. Meinst du alle baden? Guck mal, ein Pferd. Und ich habe die Bücher hier aufgeräumt. Sofa steht wieder an seinem Platz, Gott sei Dank. Die Tüte hat sie auch noch bekommen von ihrer Oma. Wohin? Frieda on Tour. Nee, das ist noch nass, da, Schatz. Da haben wir gerade gebadet. Nein. Hier ist auch alles sauber. So, meine Lieben, ich bin fertig für heute mit meinen Nerven, mit meiner Geduld. Ich kann einfach nicht mehr, warum ist so warm? Meine Hose ist komplett nass noch vom Baden der Kinder. Ich würde mich an dieser Stelle gerne verabschieden. Wir werden jetzt gleich ins Bettchen gehen. Die Beine toben noch ein bisschen, aber leise. Die Nachbarn schlafen schon. Und dann würde ich sagen, bis bald. Tschüss.